Ein Triptychon von Banksy, die Mediterranean View mit Schwimmwesten gestrandeter Flüchtlinge, ist von Sotheby's in einer virtuellen Auktion für 2,4 Millionen Euro versteigert worden. Der Streetart-Künstler will mit dem Geld ein Krankenhaus in Bethlehem unterstützen. Bei Sotheby's versteigert wurden auch Werke von Chagall, Picasso und Kandinsky. Ein Rembrandt kam für 17,5 Millionen Euro unter den Hammer. Das ist ein neuer Rekord für ein Selbstporträt des niederländischen Malers. Es war die erste große Sotheby's-Versteigerung seit dem Coronavirus-Lockdown. Experten meinen aber, dass sich virtuelle Auktionen auch in Zukunft durchsetzen könnten. And I want to start at £1,600,000.